Eine Wäscheleine voll mit weißen Anziehsachen. Nichts für Biene Brändle, denn in ihrem Kleiderschrank befindet sich sonst nur Kunterbuntes. Doch mit etwas Wasser und ein wenig Farbe macht sich Biene eine völlig neue Kollektion. Ich habe mir ganz viele sehr günstige weiße Sachen besorgt. Die habe ich alle schon mal gewaschen. Aber weiß ist ja wirklich nicht meine Farbe. Bei mir muss es immer ganz, ganz bunt sein. Und deswegen habe ich vor, die Sachen zu färben. Und beim Färben gibt es ganz tolle Möglichkeiten, wunderschöne Muster auf die Stoffe zu zaubern. Zauberei ganz leicht gemacht. Mit ein paar Tricks wird Färben kinderleicht. Ob in der Waschmaschine, mit Schnüren und Verknoten oder für etwas Fortgeschrittenere mit Wachsbartiken. Abgesehen von ganz vielen weißen Sachen brauche ich zum Färben Textilfarbe und ganz wichtig Salz dazu. Dann ein paar Eimer und Gummihandschuhe. Und um Muster auf die Stoffe zu bringen, eignet sich Wachs oder Schnur ganz toll. Aber die allereinfachste Möglichkeit, Stoffe zu färben, das ist das Färben in der Waschmaschine. Und da kann man nicht nur weiße Sachen reinschmeißen, sondern auch ganz alte, verwaschene Sachen. Und dann werden die wieder wie neu. Und das mache ich jetzt. Bevor Sie Stoffe oder Kleidungsstücke färben, sollten sie einmal gewaschen sein. Für Waschmaschine oder Folgewäschen besteht beim Färben keine Gefahr. Die Textilfarbe ist nach dem Waschgang komplett herausgespült. Eine Packung kostet rund 5 Euro. Darin befindet sich neben der flüssigen Farbe auch Färbesalz. Das Färbesalz und 500 Gramm normales Speisesalz schütten Sie direkt zur Wäsche in die Trommel. Stellen Sie die Waschmaschine auf die für die Wäsche entsprechende Temperatur ein und dann kann es rund gehen. So, jetzt habe ich 10 Minuten gewartet und jetzt wird es richtig spannend. Jetzt kommt nämlich die Textilfarbe dazu. Ich habe mich für Blau entschieden und die Farbe gebe ich jetzt einfach direkt ins Waschpulverfach. Lassen Sie die Maschine wie Biene zunächst einige Minuten laufen, bevor Sie die Textilfarbe hinzugeben. Gelangt die Farbe an die trockene Wäsche, können unschöne Flecken oder Streifen auf den Kleidungsstücken zurückbleiben. Mit 1 bis 2 Litern Wasser nachspülen und die Wäsche färbt sich sofort blau. Während meine Waschmaschine läuft, das dauert ja 1,5 Stunden, habe ich hier genug Zeit, um mit einer anderen Technik Wäsche zu färben. Und zwar verschnüren und verknoten. Kaum zu glauben, aber mit Hilfe eines einfachen Stücks Paketschnur lassen sich beim Färben die tollsten Muster auf T-Shirts oder Tücher zaubern. Schnüren Sie Ihre Kleidungsstücke an einer oder mehreren Stellen einfach ab und knoten Sie die Schnur fest zusammen. An den Knoten entstehen später bizarre Streifen, die alle unterschiedlich aussehen. Sie kreieren also ein absolutes Unikat. Egal, ob Sie diese Technik bei großen Bettlaken, Socken oder Hosen anwenden, es werden alles Einzelstücke. Für ein außergewöhnliches Muster verwendet Biene Murmeln. Dazu klemmt sie einige der Glaskugeln mit einem einfachen Haushaltsgummi unter den Saum eines Unterhemds. Alles ist fertig verknotet und verschnürt und jetzt kann ich die Farbe in Eimern anmischen und dann kann ich das Ganze eintunken. Denken Sie vor dem Mischen der Farben an ausreichend Folie zum Unterlegen. Die Textilfarbe lässt sich nämlich nicht mehr herauswaschen. Ein Arbeitskittel oder alte Klamotten sind deshalb eine gute Idee. So müssen Sie sich später nicht über hässliche Farbspritzer auf Kleidungsstücken ärgern. Je nach der Menge Stoff, den Sie färben wollen, können Sie herkömmliche Eimer oder kleine Wannen verwenden. Auf 5 Liter Wasser kommen je ein halber Beutel Färbesalz und 250 Gramm Speisesalz sowie die Textilfarbe. Jeder Packung liegt eine genaue Anleitung mit den richtigen Mischverhältnissen bei. So können Sie von vornherein bestimmen, ob die Wäsche leicht babyblau oder kräftig royalblau sein soll. Versuchen Sie, direkten Kontakt mit der Farbmischung zu vermeiden. Besonders das Färbesalz kann die Haut reizen. Aus diesem Grund trägt Biene Gummihandschuhe. Ich habe mir hier jetzt blau, lila und dunkelrot angemischt. Und das Schöne, wenn man nicht in der Maschine färbt, ist, dass die Sachen von sich aus schon eine Struktur kriegen. Aber außerdem kann ich die Sachen gleich mehrfarbig färben, indem ich die eine Seite ins Dunkelblaue tunke und die andere einfach in die andere Farbe. Den Knoten verwendet Biene als Farbgrenze. So bekommt der Streifen eine noch interessantere Gestaltung. Aber auch ohne verknotete Stellen können Sie die Farben auf den Kleidungsstücken in sich verlaufen lassen. Aus Weiß wird kunterbunt. Lassen Sie die Stoffe nun rund 10 Minuten im Farbbad liegen. Achten Sie aber darauf, dass die Stoffe gleichmäßig mit Farbe getränkt sind. Eine andere tolle Möglichkeit, um Muster auf Stoffe zu bringen, ist die Wachsbartik. Und hier kann ich einfach flüssiges Wachs mit einem Pinsel auftragen oder noch viel einfacher, ich nehme einfach eine Kerze und tropfe direkt auf den Stoff.
An den Stellen, auf die Sie das Wachs tropfen, bleibt der Stoff auch nach dem Färben weiß. Mit dieser Technik können Sie also Ihr eigenes Muster kreieren. Wenn Ihnen aber wie Biene nur Wachstropfen zu langweilig sind, malen Sie sich einfach Motive mit flüssigem Wachs auf den Stoff. Das Wachs soll am besten weiß sein, deshalb eignen sich Teelichter hierfür besonders gut. Dieses Dings hier heißt Yanting und ist ein Werkzeug speziell für die Wachsbatik und damit lassen sich ganz, ganz feine Linien und Muster zeichnen. Das Yanting wird meist von fortgeschritteneren Batik-Künstlern verwendet. Damit zu zeichnen ist trotzdem kinderleicht. Schmelzen Sie über einer Kerze weiße Wachsreste im Yanting und verwenden Sie es wie einen normalen Filzstift für feine Linien oder kleinere Muster. Anschließend heißt es wieder färben. Nach 10 Minuten Farbbad sollten Sie alle gefärbten Stoffe mit kaltem Wasser auswaschen und zum Trocknen aufhängen. Lösen Sie vorher aber erst alle Knoten in den Kleidungsstücken. Die Wachsreste können Sie anschließend mit einem Bügeleisen und Küchenpapier herausbügeln. Meine ganzen Sachen habe ich schon mit klarem Wasser ausgewaschen und die Knoten aufgelöst. Und da sind super Muster entstanden. Hier waren zum Beispiel die Murmeln drin. Aber bevor ich all die Sachen aufhänge, schaue ich lieber mal, was meine Waschmaschine macht. Die müsste eigentlich schon fertig sein und da bin ich ganz gespannt. Biene ist zufrieden. Alles ist so geworden, wie sie es sich vorgestellt hat. Die weißen Klamotten strahlen jetzt in einem zarten Babyblau und können mit den anderen Sachen aufgehängt werden. Waschen Sie die gefärbten Stoffe aber beim ersten Mal noch separat in der Maschine. Danach können Sie Ihre neuen Kreationen mit allen anderen Kleidungsstücken zusammen in die Trommel werfen. Meine Wäscheleine ist jetzt richtig bunt geworden, genau wie ich es mir vorgestellt habe. Und es ging wirklich super einfach und ganz, ganz schnell. Wenn Sie jetzt auch Lust gekriegt haben aufs Färben, dann schlage ich Ihnen vor, Sie bestellen sich einfach unsere Make-It-Card. Da ist nämlich alles nochmal ganz genau beschrieben, auch mit vielen zusätzlichen Tricks und Tipps rund ums Thema Färben und Farben. Und so können Sie sich ganz einfach Ihre alten Klamotten wieder aufpeppen oder Sie kreieren sich völlig neue Sachen in Ihren Lieblingsfarben. Bienes neue Kollektion ist fertig. Und dank Textilfarbe wird in Ihrem Kleiderschrank auch künftig weiß keine